Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder drauf geklickt hast. Ich bin heute eingeladen worden zum Reopening vom Gut Steinbach. Und das geht natürlich nicht in dem Outfit. Ich brauche jetzt als allererstes einen neuen Look. So, umgezogen geht's jetzt runter, gleich kommt der Shuttle und dann geht's zur Location und natürlich mit Sonnenbrille, weil es draußen mega sonnig und auch mega heiß ist noch. Ich hoffe, es ist nicht zu warm im schwarzen Jackett, aber ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass es nicht ganz so heiß wird. Nach einer kurzen Fahrt im Shuttle bin ich jetzt am Gut Steinbach angekommen. Ihr seht schon hinter mir, die Gäste kommen langsam an. Und es gibt noch dann eine große Eröffnung mit dem Bürgermeister, mit der Ilse Eigner und einem Pfarrer. Und dann gehen wir auch in das Chaletdorf. Ihr seht das hier. Viele Vertreter von der Presse sind auch da. Und langsam geht's los. Und ich bin mittendrin. Jetzt wurden ganz hektisch Schirme verteilt, weil es jetzt zum Regnen angefangen hat. Also Regen und Sturm, ganz, ganz schlimm jetzt. Nach einem kurzen Regen oder Unwetter mit Hagel haben wir jetzt wieder strahlenden Sonnenschein und wir gehen jetzt vom Haupthaus, also hinter mir, gehen wir zu den neuen Chalets und vor uns natürlich die Blaswelt. Das wirklich doch erhebliche Summen in die Hand nimmt, um auch im Bereich des Tourismus einiges voranzubringen. Der Bürgermeister in Breitenwinkel hat sowas für mich schon irgendwie noch gefehlt, würde ich jetzt mal sagen. Nach einem richtigen schönen Abend Barbecue auf der Terrasse geht es jetzt weiter zur Aftershow-Party oder zum Ausklingen. Da gibt es noch eine Band, die spielt und da gehen wir jetzt einfach mal hin. Wir kommen gleich wieder. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich melde mich heute mal wieder am Morgen danach, denn es ging gestern noch relativ lange. Die Band hat richtig gute Stimmung gemacht und wie ihr hört, im Hintergrund Live-Musik zum Brunchen. Also sowas ist tatsächlich ein wunderbarer Start in einen Sonntag. Ich werde mich trotzdem gleich auf den Weg machen und fahre wieder nach Hause und habe das Wochenende hier wirklich genossen. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, wie denn das Hotel und auch die Chalets aussehen. Und das ist eine gute Frage. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall den Channel abonnieren. Denn ich werde demnächst nochmal das Haus und die Chalets vorstellen. Und damit ihr das Video nicht verpasst, draufklicken und abonnieren. Ihr wisst ja, Abos kosten nichts. Bei dem Eröffnungswochenende hat man tatsächlich gemerkt, wie besonders dieser Standort ist. Und das Unternehmerpaar hier tatsächlich alles gemacht hat, um das mit der Regionalität zu verbinden. Man spürt das hier auch. Jeder freut sich, dass die Eröffnung jetzt auch war. Bei den Reden auch mit der Ilse Eigner hat man tatsächlich gemerkt, wie wichtig das auch hier für den Standort ist. Diese Unterstützung, dieser Ausbau, dass eben der Tourismus damit noch ein bisschen mehr beflügelt wird. Und ich finde es auch wirklich sehr spektakulär, dass man so als Einzelunternehmer, als Privatperson dieses große Risiko trägt und so etwas Monumentales wirklich erschafft oder erbaut. Ich ziehe da wirklich meinen Hut vor und ich glaube, die anderen Gäste auch, das hat man bei der Stimmung auch gemerkt, dass es hier eine sehr, sehr große Wertschätzung ist zu dem Projekt und natürlich auch zu den Unternehmern.
Ich hoffe, der kleine Einblick zum Opening hat euch gefallen. Lasst mir noch am besten einen Daumen hoch da, noch viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren, ihr wisst, Support ist kein Mord. Und hier oben habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Klickt euch einfach mal durch, denn wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.